Die Tischlerei Oberreiter in Altenmarkt, gegründet 1964, ist ein Familienbetrieb in dritter Generation. Die Tischlerei hat sich über Jahrzehnte hinweg vergrößert und modernisiert, wobei traditionelle Handwerkskunst mit modernen Techniken kombiniert wird. Unser Anliegen ist eigentlich, dass man mit diesem Betrieb für die Zukunft und für unsere Kunden ein Gesamtpaket erstellen können. Wir haben unseren Betrieb mittlerweile auf 4 Standpunkte aufgestellt. Das heißt, wir haben einmal diese Kreativwerkstatt, wie es wir nennen. Da geht es um die Planung und Konzepterstellung. Dann haben wir diese Holzwerkstatt, wo es eben um die Produktion geht. Also wir produzieren unsere Möbel alle selber, weil wir eben individuell fertigen. Dann haben wir die Stoffwerkstatt dazu genommen im Zuge des Umbaus. Jetzt sind wir jetzt auch Raumausstatter. Das heißt, ob das jetzt Vorhänge sind, ob das jetzt Eckbänke sind oder Tapeziergeschichten sind, machen wir alles im Haus. Und das vierte ist noch die Wohnwerkstatt sozusagen, wo wir dann auch diese ganze Deko- und Polstermöbelgeschichten noch dazu mit anbieten. Und unser Ziel ist eigentlich, ein Gesamtkonzept für den Kunden anzubieten. Das Thema Dekarbonisierung in der Tischlerei war für mich insofern wichtig. Wir haben früher das ganze Schartenmaterial verharzt. Wir haben natürlich Emissionen gehabt außen. Das wollte ich eigentlich nicht mehr haben. Ich brauche nur in die nähere Umgebung schauen. Wir haben Nachbarn, wir haben Wohnungen rundherum. Das ist eine Belästigung für die. Das braucht man nicht wegdiskutieren. Das ist ja so. Deswegen war es mir auch wichtig, dass wir eigentlich keine Emissionen mehr nach außen haben. Das fängt eben an mit dem Heizen, das geht weiter über den Staub, über den Lärm. Da haben wir einfach geschaut, dass wir das Ganze so gut wie möglich wegbringen. Die Tischlerei setzt wertvolle, nachhaltige Maßnahmen. Von der thermischen Sanierung über einen Fenstertausch bis hin zum E-Auto. Weiter sind wir dann noch auf das Dach der PV-Anlage aufgegeben. Mit dieser PV-Anlage decken wir eigentlich unseren Stromverbrauch zum Großteil ab. Auch wenn die Maschinen jetzt stromintensiver sind. Aber wir decken mit dem das ab. Bei der Heizung haben wir eigentlich gesagt, wir machen eine Betonkernaktivierung. Das heißt eigentlich, diese ganze Fläche, die wir haben, das sind doch 1400 Quadratmeter, sind mit einer Bodenheizung versehen. Und die wird dann wieder gespeist über einen Wärmetauscher beim Kompressor. Der Kompressor läuft bei uns den ganzen Tag, jede Maschine braucht Luft. Und dann haben wir gesagt, wir hängen auf diesen Kompressor eine Wärmepumpe drauf, einen Wärmetauscher drauf und speisen so diesen Betonkern oder aktivieren diesen Betonkern. Die anfallenden Sägespäne, Schorten und Staub, die werden bei uns jetzt brikettiert. Das heißt, wir haben eigentlich kein Lagersilo mehr für die Schorten, sondern wir werden das direkt brikettieren. Nachhaltigkeit ist für die Tischlerei Oberreiter also ein zentrales Anliegen. Außerdem setzt man hier auf die Verwendung von nachhaltigen Materialien und einer ressourcenschonenden Produktion. Durch langlebige Möbel und eine sorgfältige Auswahl der Rohstoffe trägt man hier aktiv zum Umweltschutz bei. Meiner Meinung nach sollte schon jeder Betrieb auf das schauen, dass ich so wenig wie möglich Emissionen habe oder produziere. Es geht da wirklich um eine Lebensqualität, die was man in der Freizeit hat, wenn das jeder oder wenn jeder ein bisschen macht und ein bisschen zurückfährt mit seinen Emissionen. Ich glaube, dass man dann im Gesamten sehr viel rausholen kann und unsere Lebensqualität eigentlich steigern kann. Die Tischlerei Oberreiter, ein echter Worldchanger-Betrieb. Wenn auch Sie sich für eine Beratung rund um energieeffiziente Maßnahmen interessieren, klicken Sie gerne auf www.salzburg-ag.at/energieberatung.